Herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Ich habe schon längere Zeit kein Video gemacht, weil die guten Filme erst demnächst rauskommen. Und heute, beziehungsweise gestern, habe ich mal einen Film angeschaut, den habe ich lange vor mir hergeschoben. Habe einfach nie dran gedacht und es ist ein Tanzfilm. Nicht! Black Swan. Der schwarze Schwan. Also Black Swan ist ein Film von Darren Aronofsky. Wer? Ja, das habe ich mir im ersten Augenblick auch gedacht. Wer ist Darren Aronofsky, bis mir dann eingefallen ist, der Typ von Requiem for a Dream. Okay, alles klar, das wird ein krasser Film. Also der Film hat in der Hauptrolle Natalie Portman. Sie teilt sich die Lead Role mit Vincent Cassel oder Vincent Cassel. Ich weiß nicht ganz genau, wie man ihn ausspricht. Der Dude von Die Purpurenflüsse 1. Und Mila Kunis. Natalie Portman spielt Nina Sayers. Und sie will Schwanenprinzessin werden. Denn Vincent Cassel ist ein Choreograf und er möchte mit seinen Schülern dieses Stück vom Schwanensee, sterbender Schwan, bla bla bla, das aufführen. Allerdings in einer neuen Form. Natalie Portman will unbedingt diesen Part haben und versucht alles, um diesen Part zu kriegen. Es gibt zwei verschiedene Seiten an diesem Stück, und zwar das ist der weiße Schwan, der White Swan, und der schwarze Schwan, der Black Swan. Für den weißen Schwan muss sie nicht viel machen, das stellt man sehr schnell fest in der Handlung. Allerdings für den schwarzen Schwan muss sie sich gehen lassen. Und dann beginnt der Film so langsam ins Rollen zu kommen. Denn mit ihrer Psyche geht einiges den Bach runter, während wir uns durch den Film bewegen. Und das ist auch eine große Stärke des Films, dass man da richtig schön verfolgen kann, wie sich ihr Gehirn langsam zersetzt und sie immer mehr gaga wird. Dazu trägt auch ihre Freundin Lily bei, Mila Kunis, die anscheinend ein bisschen homoerotische Fantasien in ihr auslöst und sie in einen Club entführt. Man kann inhaltlich viel nicht über den Film sagen, da es im Endeffekt nur die Präparation für den eigentlichen Auftritt am Schluss des Films ist, aber ich kann nichts wegnehmen von der wirklich verdammt guten Handlung, wie es aufgebaut ist, wie die einzelnen Effekte zur Handlung beitragen, der Thrilling-Effekt, der entsteht, weil man Natalie Portman folgt die ganze Zeit. Und die einzelnen Figuren sind so stark. Es gibt ihre Mutter, die hat irgendwie einen ordentlichen Tick, dass sie andauernd Bilder malt. Und ihre Tochter, obwohl sie jetzt schon mindestens 22, 24 Jahre alt ist, noch wie ein kleines Kind behandelt. Die hat ein pinkes Zimmer und die Mutter kommt immer noch rein am Abend, um sie ins Bett zu bringen. Und dann macht sie so eine kleine Spieluhr an. Es ist alles ganz, ganz verrückt und verworren, was man ja auch von Darren Aronofsky kennt, wenn man zum Beispiel Requiem for a Dream gesehen hat. Jetzt kommen wir zu den Pros und Cons vom Film. Das, was mir gut gefallen hat und das, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Fangen wir an mit dem, was mir sehr gut gefallen hat. Allen voran die Hauptfigur. Natalie Portman spielt diese Nina unglaublich gut. Es ist fast schon, mein Gott, sie hat einen Oscar gewonnen, verfickte Scheiße. Und der Oscar ist absolut verdient. Die Frau hat es von vorne bis hinten durchdacht gehabt. Selbst wenn sie weint, kommt es irgendwie nicht so rüber wie in sonstigen Filmen, dass man sagt, totally faking it, bitch. Das ist komplett anders. Sie macht mit ihrem Gesicht so Sachen, die man echt beim Weinen macht. Was hat mir noch gut gefallen? Der Handlungsaufbau. Die Story ist ja im Endeffekt sehr simpel. Sie wird verrückt, weil sie sich in diese Rolle hineinversetzen muss. Sie entdeckt sozusagen, vielleicht kann man das ja so ausdrücken, so wird es wahrscheinlich auch der Choreograf ausdrücken, sie muss ihre innere Hure finden. Es gibt mehrere Momente im Film, wo der Choreograf, der Tanzlehrer halt einfach immer wieder sagt so, weißt du was, du gehst jetzt nach Hause und spielst mit dir. Selbstbefriedigung. Weil er will, dass sie sich loslässt sozusagen, dass sie eins mit der Rolle wird, dass im Endeffekt nur noch Leidenschaft eine Rolle spielt und keine strikte Choreografie mehr. Dann gibt es eine Szene, da muss ich sehr lachen im Film, da tanzen sie zusammen und mitten im Tanzen fängt er sie an zu küssen und greift dann auch an ihre Milchfarbe und dann fühlt sie sich halt komplett von ihm beeinflusst und verführt und so und dann hört er einfach sofort auf, geht weg von ihr und sagt,
Das war ich, wie ich dich verführt habe. Ich möchte aber, dass es andersrum ist. Wir sehen uns morgen. Ich fand das so gut. Das ist einfach so, das, er ist jetzt kein Douchebag in dem Sinn. Er ist halt einfach nur ein Typ, so ein extravaganter, extrovertierter, Egomane. Alles sowas. Schockmomente. Der Film hat für einen, man erwartet es jetzt nicht direkt, aber er hat gute, gute Momente. Wo man sich richtig erschreckt. Weil man es überhaupt nicht erwartet. Wie zum Beispiel, die haben sehr viele Spiegel in dem Film. Und es ist halt dann immer so, dass ab und zu, man muss ordentlich aufpassen, denn ab und zu macht die Reflexion von Natalie Portman etwas anderes wie Natalie Portman selber. Oder es ist zeitverzögert. Das ist ganz schön geil. Auch noch, dass irgendwie Lichter ausgehen oder dieses übliche Peng, ich bin direkt vor dir. Musik ist gut, die Kostüme sind gut, Kameraarbeit. Also die Kamera im Film ist einer der wenigen Punkte, die mir nicht gefallen haben. Denn oft ist es so, dass die Kamera sich vor allen Dingen in den Tanzeinlagen um Natalie Portman herumdreht. Und man kriegt diesen Funhouse-Effekt. Das ist einfach schlimm. Also das zerstört oft einfach die Atmosphäre, weil man irgendwie meint so, fuck you! Ja, das nervt einfach unglaublich. Aber ansonsten ist der Film erste Sahne. Okay, dann kommen wir zum... Also man kann zur Story eigentlich nichts Schlechtes sagen. Das ist ein guter Thriller mit einem neuen Szenario und... einfach klasse. Deswegen ist die Story schon mal 3 von 3. Dann, wenn es zur Technik geht, der Film ist schon gut gemacht, aber die Kamera macht halt sozusagen ihren Abstrich. Also haben wir 2 von 3. Das Bild hat natürlich auch seinen Abstrich. Das ist auch 2 von 3. Dann haben wir den Ton, der ist 3 von 3, weil er ist astrein. Und natürlich noch die Schauspieler sind natürlich, da muss ich fast 4 von 3 geben, aber ich kann leider nur 3 von 3 geben. Wunderbar, wirklich klasse gemacht. Und wenn ich jetzt das zusammenrechne, dann kommen wir auf 13 Punkte von 15. Also würde ich sagen, das ist eine 1 minus. Okay, das war mein Review zu Black Swan. Lass mich deine Gedanken wissen, schreibe sie unten in die Kommentarbox rein. Außerdem, wenn dir das gefällt, was ich hier mache, dann bleib doch einfach am Ball. Ich würde mich sehr freuen. Und von den beiden Filmen, die ich vorhin genannt habe, auf welchen freust du dich mehr? Ist es Man in Black oder Snow White and the Huntsman? Wie gesagt, schreib es unten rein und... ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und ihr habt gerade ein Video von mir gesehen. Hast du schon mal versucht, dich anzufassen? We'll be right back.